Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie erneut aus Berlin zu einer weiteren Folge von Weltwoche Daily Spezial, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und stets im Geist der Völkerverständigung und der friedlichen Koexistenz. Ja, das ist das Wichtigste, meine Damen und Herren. Zurück zur friedlichen Koexistenz, raus aus dem Wahnsinn des Krieges, der Konfrontation und der Feindbilder. Heute übrigens ist Freitag, der 28. April 2023. Es ist doch unglaublich, mit was für einer kriegerischen, blutunterlaufenen, konfrontations- und streitsüchtigen Propaganda wir jeden Tag in unseren Medien überrollt werden. Allein schon der Versuch, die Situation einigermaßen ausgewogen zu betrachten, ruft in diesen kriegsberauschten Kreisen und Zirkeln, die unsere Öffentlichkeit, zumindest die Medien, fest im Griff zu haben scheinen, das ruft dort bereits allergische Militanz hervor. Umso wichtiger ist es, dass man eben da Gegensteuer gibt und sich nicht vereinnahmen, einlullen oder abschrecken lässt von dieser militanten Einseitigkeit und Gleichförmigkeit. Die Weltwoche steht für Meinungsvielfalt gegen Meinungseinfalt. Die Weltwoche geht immer dorthin, wo die anderen nicht hingehen. Die Weltwoche redet auch mit denen niemand redet. Und das ist die noble Aufgabe des Journalismus, unseres Journalismus seit vielen, ja seit bald 9 Jahrzehnten. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und meine heutige Spezialsendung steht auch im Zeichen der Verständigung, des Brückenbauens und der Auseinandersetzung mit dem, was uns fremd sein könnte. Und das, was wir heute besichtigen, ist mir im Grunde zutiefst fremd, denn das hier ist das sowjetische Kriegerdenkmal in Berlin im Treptower Park. Das ist der frühere Ostteil, einst DDR. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin also schon als kleiner Junge im Geist des Kalten Kriegs erzogen worden. Mein Vater, mein Großvater, das waren stramme Antikommunisten. Mein Großvater hat sogar die Schrecken des Zweiten Weltkriegs noch erlebt, als Auslandschweizer in Königsberg. Mein Vater stand an der Landesgrenze in der Kavallerie. Das Bild von ihm hoch zu Ross zierte unser Wohnzimmer. Und gegenüber der Sowjetunion herrschte in unserem Haushalt Zero Tolerance. Die Sowjets galten zu Recht, wie ich auch als Historiker und als Journalist heute bestätigen würde, die Sowjets galten als antimarktwirtschaftliche, antifreiheitliche und antichristliche Großmacht des Bösen, als ideologischer Verbrecherstaat, so ist das bei uns damals besprochen worden. Natürlich auch allzu einseitig, aber in der Grundtendenz sicher nicht falsch. Die Sowjetunion, ja, antichristlich, antimarktwirtschaftlich, antifreiheitlich. Und ich kann allen nachempfinden und ich kann jede Kritik an der Sowjetunion nachvollziehen. Aber wenn man sich eben in die Geschichte hineinversetzt, wenn man das auch ernst nimmt, diese Geschichte, ja, dann kommt man eben zu differenzierteren Urteilen, wenn man Russland heute anschaut. Bei allen Verfehlungen, bei allem, was uns da fremd ist, was uns vielleicht auch abschreckt, irritiert, empört am heutigen Russland, so ist doch zu sagen, dass heutige Russland auch unter Wladimir Putin und seinen Vorgängern von Gorbatschow bis Jelzin, dieses Russland ist nicht mehr eine antimarktwirtschaftliche, total antifreiheitliche und antichristliche Macht. Ganz im Gegenteil, das Christentum, das orthodoxe Christentum, hat gerade unter diesem Präsidenten eine wichtige Rolle im Staat. Die Marktwirtschaft ist ebenfalls das System, das die Russen heute haben. Und die Freiheit, ja, das ist eine andere Freiheit als die, wie die wir uns in der Schweiz gewohnt sind. Natürlich ist Russland ein autoritärer Staat und wir möchten nicht so regiert werden wie Russland. Auf der anderen Seite wünsche ich den Russen auch nicht eine Regierung, wie sie die Schweiz hat. Das würde eben auch nicht funktionieren. Das ist keine Rechtfertigung von dem, was an Missständen läuft. Aber ich glaube doch, letztlich eine Grundvoraussetzung eines einigermaßen sachlichen Verständnisses der heutigen Lage. Und es scheint irgendwie verboten zu sein, dass mein Eindruck in den Medien, sich da überhaupt sachlich noch zu äußern, ist dermaßen alles emotional aufgeladen
Und deshalb stehe ich jetzt hier auf diesem sowjetischen Krieger, vor diesem sowjetischen Kriegerdenkmal, um auch etwas in Erinnerung zu rufen, was heute in Vergessenheit gerät, nämlich dass die Sowjetunion damals unter Stalin, einem der ganz großen Schurken der Weltgeschichte, das ist unbestritten, aber eben einem Schurken, der einen noch größeren Schurken zur Strecke gebracht hat, nämlich Adolf Hitler. Und dieses Denkmal hier erinnert an diese gewaltige, auch opferreiche Leistung der Russen, der Sowjetunion und all ihrer Völker, die damals in dieser Roten Armee zusammengekommen sind. Zu ihren Ehren ist dieses Denkmal errichtet worden, jenen Helden, wie es in den Inschriften hier heißt, die zur Verteidigung der Freiheit und Unabhängigkeit der sozialistischen Heimat gefallen sind. Die sozialistische Heimat gibt es nicht mehr, aber Russland, über 1000 Jahre alt, ist immer noch da. Also, das ist dieses Kriegerdenkmal, und lassen Sie mich ganz kurz erzählen, was hier alles zu sehen ist. Wir schauen uns dann noch etwas das aus der Nähe an. Im Hintergrund, kaum mehr zu erkennen, sehen Sie eine weiße Statue. Sie zeigt eine Frau, eine weinende Frau. Das ist Mütterchen Russland, das um die Gefallenen weint. Hier sind 7200 gefallene Rotarmisten begraben auf diesem Friedhof-Ehrendenkmal, die in der Schlacht eben um Berlin umgekommen sind. Diese ganze Anlage hier steht in einem Zusammenhang, gibt ein Triptychon. Vielleicht Ihnen bekannt, in Stalingrad, im heutigen Wolgograd, erhebt sich, ich glaube, etwa 120 Meter hoch, eine gigantische Frauenstatue mit gezücktem Schwert. Diese Statue heißt Mutterheimat ruft, Mutterheimat ruft. Das zieht sich dann durch in Kiew, also der heutigen Ukraine, ein weiteres sowjetisches Kriegerdenkmal mit dem Namen Mutterheimat. Allerdings erst vollendet, glaube ich, nach der Unabhängigkeit der Ukraine, nach dem Fall der Berliner Mauer. Und dann eben dieses Ehrenmal in Treptow. Das vollendet dann sozusagen diese denkmälerische Erzählung, das erhobene Schwert der Mutterheimat, die Iren da zum Widerstand gegen die braune Pest aufruft. Dann in Kiew sozusagen die Ukraine, auch ein Blutland, ein Blutboden wie Weißrussland, schlimmste Opfer im Zweiten Weltkrieg. Und dann eben hier sozusagen die Apotheose, die Vollendung dieser Denkmalgeschichte. Die Anlage ist sehr groß, darum stehe ich jetzt mittendrin. Wenn ich da durchlaufen würde, würde die Sendung viel zu lange dauern. Es hat wunderbare Birkenbestände, alles ist sehr symmetrisch angelegt. Und jetzt bin ich im eigentlichen Eingangsbereich vor einem großen Marmorportal. Und zu jeder Seite haben wir hier einen knienden Rotarmisten. Zu meiner Linken ein älterer Rotarmist mit Schnauz, und ihm gegenüber steht dann ein jüngerer, auch hier in der charakteristischen Uniform zu sehen, mit Helm und Maschinenpistole. Daneben eben diese gigantischen Marmorkonstruktionen noch aus der sozialistischen, aus der sowjetischen Zeit hier, eine Architektur, für die man bei uns, glaube ich, in der schweizerischen Bauzonenordnung keine Bewilligung bekäme. Wenn wir jetzt etwas in den Hauptbereich dieses Denkmals blicken, dann sehen Sie die Monumentalität. Am Ende des Horizonts ragt auf eine gigantische Statue eines Kriegers. Wir werden sie uns genauer anschauen noch. Ich versuche das einigermaßen in nützlicher Zeit zu überqueren. Das Feld, 30 Meter hoch, diese Statue, die da an die Gräuel, an die Schrecken des Krieges erinnert und an die Leistung eben der sowjetischen Armee, wie sie diesen Nazi-Terror besiegt hat und die deutsche Wehrmacht, die so viel Leid und Vernichtung über das russische Volk gebracht hat, dass sie dies zerschmetterte. Und das ist einfach wichtig, meine Damen und Herren, heute daran zu erinnern, weil das ist fast schon, wird das mutwillig in Vergessenheit gedrückt, dass hier die Russen einst zu den Verbündeten des Westens gehörten, zu den Verbündeten der Amerikaner und der Briten, obwohl sie ein System hatten, neben dem Kommunismus, dass ein Kriegspremier wie Churchill
aufs Fürchterlichste ja auch kritisiert hat und überhaupt nicht mochte. Und selbst in dieser Zeit war man ja bereit, mit den Russen zusammenzuarbeiten, auch im Kalten Krieg, als ja beide Großmächte immer wieder Kriege geführt haben. Wäre doch niemandem auf die Idee gekommen, ab den 70er Jahren hier die sogenannte Verständigungs- und Entspannungspolitik deswegen aufzugeben, obwohl gigantische weltanschauliche und systemische Gegensätze bestanden haben. Und heute kann meines Erachtens eben keine Rede mehr davon sein, dass wir solche Systemgegensätze haben. Wir haben noch Unterschiede, wir haben natürlich irritierende Andersartigkeiten, aber meines Erachtens ist es extrem wichtig, dass wir diese Unterschiede jetzt nicht ideologisch übersteuert hier zu neuen kalten, kriegsartigen Weltgegensätzen hochstilisieren. Dieses Denkmal wurde fertiggestellt, habe ich schon gesagt, im Mai 1945, versuche hier etwas in eine windgeschützte Lage zu kommen. Es wurde fertiggestellt im Mai 1949 mit einem sehr, sehr großen Aufwand. Berlin damals total zerstört und die Sowjets hätten den Bedürfnissen, hier Wohnraum herzustellen, auch für die noch hier lebenden Deutschen, eine geringere Priorität eingeräumt als diesem Denkmal. Das wurde also wirklich mit einer großen Priorität versehen als Schwerpunktprojekt dann gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Berühmte sowjetische Künstler und Architekten waren an der Konstruktion beteiligt. Jakob Belopolsky, der Architekt, dann der Bildhauer, auch mit diesen Monumentalstatuen in Kiew und Wolgograd, einst Stalingrad, Jewgeni Vucetic, ursprünglich aus Montenegro stammend, und der Maler, gibt noch ein Mausoleum mit Wandmalereien im sowjetischen Stil. Die haben natürlich alle die Lenin-Orden gewonnen. Das ist dieser monumentale, ja, etwas totalitäre, sozialistische Realismus hier, der natürlich nichts mit Realismus zu tun hat. Das ist ja keine Realität. Das sind ja so Superheldenfiguren, die da hingepflanzt wurden. Aber das ist natürlich so etwas, die Wahrnehmung auch damals. So hat man eben diese Kriegshelden gesehen. Alexander Gorpenko, das waren die Namen. Und hier auf diesem Denkmalsgelände haben wir zu DDR-Zeiten Fackelumzüge stattgefunden, der DDR-Jugend. Ästhetisch natürlich ans Nazireich erinnern, das durften sie damals in der DDR nicht sagen. Heute können Sie das schon sagen in Deutschland. Andere Dinge sollten Sie in Deutschland nicht sagen, sonst bekommen Sie als Journalist Probleme, vor allem als Deutscher. Aber das ist ja der Vorteil, dass wir Schweizer hier immer noch etwas mehr Ellbogenfreiheit bei der Meinungsäußerung haben. Zum Glück und hoffentlich auch. Ich meine, es wäre ja fürchterlich. Aber schon interessant, wie unsere Gesellschaften heute im Westen, die sich da so viel einbilden auf ihre Wertegemeinschaft, wie sie da selber zusehends die Meinungsäußerungsfreiheit einschränken. Wir haben ja gerade dieses Beispiel jetzt erlebt aus den Vereinigten Staaten. Tucker Carlson, einer der größten Kritiker, vielleicht der einzige, der letzte Kritiker der Kriegspolitik seiner Regierung, der Biden-Regierung. Er hat auch in der Corona-Zeit eine heftigste der Regierung widersprechende Position eingenommen, sehr, sehr kritische Recherchen, der populärste und erfolgreichste Talkshow-Moderator Amerikas. Er ist ja jetzt dieser Tage unter merkwürdigen, nicht weiter kommentierten Umständen einfach rausgeschmissen worden, und so in den amerikanischen Medien ist man sich einig, der wurde einfach rausgeworfen, weil seine Meinung da den Mächtigen nicht mehr gepasst hat und weil eben Fox News auch nicht ein Oppositionssender ist, sondern eben durch Konzerninteressen und politische Interessen sehr stark Rücksicht nehmen muss. Und diese Zurückbindung, diese Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit ist etwas, was mir große Sorgen macht. Ich bin ein Verfechter der Meinungsäußerungsfreiheit. Meinungsäußerungsfreiheit heißt, dass man eben das sagt, was den Mächtigen im Land nicht passt. Und wenn sie das nicht mehr sagen können, dann stimmt etwas nicht mehr. Und sie sehen, dass bei uns etwas nicht stimmt, wenn beispielsweise, etwa in Deutschland, russische Nachrichtenportale nicht mehr empfangen werden dürfen im Internet. Natürlich können sie sich da herumzappen und herumklicken, um dann doch noch das Ganze anzuschauen.
anschauen. Aber ich meine, was ist das für eine Wertegemeinschaft, die offensichtlich ihrer Werte so unsicher ist, dass sie anfängt, die Nachrichtenportale der anderen zu verbieten. Steckt übrigens auch eine große Geringschätzung und Verachtung gegenüber der Bevölkerung dahinter, als ob sich die Deutschen nicht ein eigenständiges Urteil bilden könnten. Lass doch die Leute Russia Today anschauen und zuhören. Die merken ja dann auch, wenn irgendetwas propagandistisch übertrieben wird, aber unsere Medien sind da so gefangen von der ukrainischen Propaganda und eben so unsicher scheinen sie zu sein, dass man da also mit aggressivster Militanz, mit einer militanten Intoleranz gar keine anderen Meinungen hier mehr zulassen will. In den USA sind ja jetzt auch schon Leute verurteilt worden, weil sie in Sachen Ukraine-Krieg eine von der Regierungslinie abweichende Meinung vertreten haben. Das sind ganz, ganz bedrohliche Symptome hier in unserer demokratischen westlichen Welt, die sich so viel einbildet auf diese Demokratie, die eben in einer schlechteren Verfassung ist, als man sie gerne darstellt. Umso wichtiger ist es, dass wir die Bürger, ja, die eigentlichen Demokraten der Demos, dass wir diese Demokratie verteidigen. So, der Wind nimmt zu und ich nähere mich nun diesem Monumentaldenkmal hier mit dem Soldaten, sozusagen die Vollendung jener Geschichte der Mutterheimat mit dem gezückten Schwert. Das Schwert kommt dann hier auch noch einmal zum Einsatz. Ein Hügel, eine Treppe, ein Mausoleum und darüber alles etwa ja, gut 30 Meter hoch. Diese ganze Konstruktion sehr, sehr groß. Übrigens haben hier, lassen Sie mich das Datum richtig in Erinnerung rufen, 31.08.1994, Abzug der russischen Truppen aus Berlin, aus der ehemaligen DDR. Ja, 1994 sind die Russen weggegangen. Die Amerikaner sind übrigens immer noch hier. Könnte sich auch mal die Frage stellen, was machen eigentlich die Amerikaner noch in Deutschland, nachdem die Russen abgezogen sind. Am 31.08.1994 sind hier die russischen letzten Truppen abgezogen. Es gab eine motorisierte Schützenbrigade. Die Garde hat hier sozusagen das letzte Geleit gegeben und ist dann gegangen. Es gab auch ein gemeinsames Totengedenken 1994 der Bundeswehr und der russischen Streitkräfte. 1000 Russen, 800 Bundeswehrsoldaten haben da eine Kranzniederlegung gemacht. Der Präsident Jelzin und Bundeskanzler Helmut Kohl hielten damals die Ansprachen. Eine ganz andere Zeit als heute. Und Helmut Kohl, ein Mann mit großem Geschichtsbewusstsein, sehr interessant. Was hätte er wohl getan in der heutigen Situation? Würde er ähnlich reden, würde er ähnlich jetzt hier die Situation mitmachen, wie das die aktuelle deutsche Regierung tut. Sie sehen jetzt also hier schon etwas näher diese Statue. Ich gehe mal da hoch, die Treppen. Ich erkläre Ihnen das Bild, wir sind da etwas im Gegenlicht. Also da sehen Sie einen Soldaten, einen russischen Soldaten, sowjetischen Soldaten. In der linken Hand hat er ein Mädchen, hält er ein Mädchen und in der rechten ein ganz imposantes Schwert. Und am Boden von diesem Schwert zerspalten sehen Sie das Hakenkreuz der Nationalsozialisten. Also das Schwert der Mutterheimat in Wolgograd hochgezogen, saust hier nieder und zertrümmert das Hakenkreuz der Nationalsozialisten. Und unten dran sehen Sie dann den Sowjetstern. Ja, man sieht es halt leider nicht so gut in diesem Gegenlicht, der Schwert, aber hier doch zu erkennen, Schwert, der Kopf des Soldaten, das Mädchen daneben, Schwert und da unten diese Trümmer, das ist das Hakenkreuz. Friedlicher Abzug der Russen 1994, die Amerikaner immer noch hier, vielleicht haben damals die unheilvollen Verstrickungen angefangen, die Russen behaupten ja, man hätte ihnen damals Zusicherungen gemacht, dass eben die NATO sich nicht dermaßen aggressiv
auf das Gebiet der ehemaligen Warschauer Paktstaaten ausdehnen, würde Präsident Putin anfänglich als Hoffnungsträger gefeiert. 2001 seine große Ansprache vor dem Bundestag in fast akzentfreiem Hochdeutsch. Er war ja als Geheimdienstmann in Dresden dabei. Übrigens noch interessant, Geheimdienst, das wird dann immer so ausgelegt. Ja, das ist wieder typisch, oder so ein James Bond da aus dem Osten, ein Geheimdienstmann, ein KGB-Mann. Mir hat ein russischer Unternehmer erzählt, hat gesagt, wenn du in der Sowjetunion aufgewachsen bist, dann gab es für dich eigentlich nur 3 Karrieremöglichkeiten, wenn du etwas rauskommen wolltest. Du konntest Künstler werden, Profisportler oder Geheimdienstmann. Wenn du das nicht warst, dann warst du verdammt dazu, einen langweiligen Job in der Planwirtschaft irgendwo in einem Kombinat oder in einer Klitsche zu machen und ein himmeltrauriges Leben in Station Wodka zu führen. Und deshalb sei eben die eben nicht als Sportler oder als Musiker oder als Theaterleute brillieren konnten, sei der Geheimdienst, KGB, dann FSB, oft die einzige Möglichkeit gewesen, eine einigermaßen interessante Laufbahn zu machen. Also auch hier, man muss immer wieder etwas versuchen, die anderen Länder zu verstehen. Also die Russen sagen, man hätte ihnen damals Absprachen versprochen, dass die NATO sich nicht ausdehnt. Und es gab viele warnende Stimmen, unter anderem George Kennan, der große amerikanische Diplomat, der Architekt der Containment-Politik im Kalten Krieg, der das berühmte Telegramm, die Depesche, geschrieben hat, in der er vor der Sowjetunion gewarnt hat und der Regierung der Vereinigten Staaten den Auftrag vermittelte, man müsse diese Sowjetunion eindämmen, Containment. Genau dieser George Kennan am Schluss seines Lebens in den 90er Jahren und noch in den 2000er Jahren hat davor gewarnt, hat vor dieser NATO-Osterweiterung gewarnt, hat gesagt, wenn wir das machen, wird das in Russland einen Nationalismus hervorkitzeln, wird das Gegenreaktionen hervorrufen, wird das als Demütigung empfunden werden. Und das, was dann kommt, ist hinten und vorne nicht im Interesse der amerikanischen Außenpolitik. Übrigens sehr interessant, gerade einen Text zugeschickt bekommen aus dem Jahr 2008, New York Times, Thomas Friedman, der Star-Kolumnist der linken New York Times. Er kritisiert dort mit den Worten von Kennan die NATO-Osterweiterungspolitik. Davon will man heute ja nichts mehr hören. Es ist ja verboten, diesen Krieg anders darzustellen in der Ukraine als den singulären Ausfluss der Entmenschtheit dieser russischen Verbrecherklicke in Anführungszeichen in Moskau, Lavrov und Putin und jeder, der scheu und zurückhaltend und in aller Freundlichkeit darauf hinweist, dass es ja von amerikanischer Seite sehr viel Kritik an dieser Osterweiterung gegeben hat und dass die im Prinzip das Gleiche gesagt haben, wie heute Putin sagt, das wird heute natürlich als seelenlose Propaganda zurückgeschmettert, ohne jede Argumentation. Und die Gehässigkeit kommt natürlich auch daher, dass die Leute, die sich ihrer Sache eben nicht so sicher sind, die müssen dann mit Denk- und Sprechverboten argumentieren. Darum sagen wir es hier, wie es eben auch gesehen wird, dass der Westen mit seinem Vordringen Rumänien, wir haben dort amerikanische Raketenbasen, wir haben in Polen amerikanische Raketenbasen und dann eben der Versuch, die Ukraine in die NATO hineinzuziehen, sie auch zu verlocken. Man hat das auch mit Georgien gemacht 2008. Das sind nicht irgendwelche Verschwörungstheorien oder abenteuerliche wirre Konstruktionen. Zum Beispiel bei Georgien gibt es Berichte der OSZE, sogar mit schweizerischer Unterschrift von schweizerischen Diplomaten verfasst, die eben aufzeigen, dass hier nicht einfach die Russen in der Rolle des Bösewichts zu verorten sind. Und solche Stimmen, die fehlen heute und auch das historische Bewusstsein, sich etwas in die Geschichte zu vertiefen und auch etwas die Vorbedingungen der heutigen Situation zu sehen, das fehlt. Darum machen wir das. Und an diesem Ort, wo wir uns jetzt befinden, hier in diesem Treptower Park, kommt vielleicht etwas sinnbildlich zum Ausdruck, was heute eben auch viel zu wenig wahrgenommen wird. Deutschland ist doch wie kein anderes Land in Europa sozusagen eine Brücke zwischen West und Ost. Hier haben die Großmächte Teile dieser Stadt besetzt, die Briten, die Franzosen, die Engländer,
und aber eben auch die Russen und die Russen, die hier so nachhaltige Spuren hinterlassen haben mit diesem sehr berührenden, eindrücklichen, auch überwältigenden und etwas absurden Denkmal. Absurd in dem Sinn, dass es eben noch von dieser ganzen sowjetischen Grandezza, von dieser totalitaristischen Anmaßung, die eben diesen Staat auch ausgezeichnet hat und uns natürlich entsprechend auch in Angst und Schrecken versetzt hat, dass aber die Russen hier eben auch präsent sind. Und welches Land, wenn nicht Deutschland, könnte hier eben als Brücke zwischen West und Ost, mit Goethe gesprochen, als westöstlicher Divan fungieren. Und das ist für mich die ganz große Frage heute in Deutschland. Wie wird sich dieses Deutschland in einer Welt der Zukunft positionieren, in einer möglicherweise multipolarer werdenden Welt, wo eben nicht einfach nur die Amerikaner sagen, wo es lang geht, wo sich 96% der Weltbevölkerung, nicht von 4% der Weltbevölkerung, das ist ungefähr die amerikanische Zahl der dort lebenden Menschen, also 4% der Weltbevölkerung, kann ich auf dem Rest 96 sagen, wo es lang geht. Wir sehen sehr viele Entwicklungen, die eben eine Verlagerung der Schwergewichte anzeigen. Wir sehen, dass China im Nahen Osten Friedensschlüsse brokert zwischen den Saudi-Arabern und den Iranern, zwischen den Schiiten und den Sunniten. Das sind bemerkenswerte Begegnungen. Wir sehen Bewegungen, wir sehen Unbegegnungen. Wir sehen Südamerika mit einem brasilianischen Präsidenten Lula, der sich da als internationaler Friedensengel anbietet. Die Türkei mit ihrem sehr schlauen Präsidenten Erdogan, der da in eine vermittelnde Rolle hineingeht. Im Nahen Osten generell, dann natürlich die ganze asiatische Situation. Jetzt hat ja kürzlich gerade ein Telefongespräch, das erste stattgefunden zwischen Präsident Xi Jinping und Präsident Zelensky. Wir fragen uns, was wurde dort wohl gesagt? Die Chinesen vielleicht mit einer Art Dollardiplomatie, so hieß das früher, mit einer Renminbi-Diplomatie, mit einer Gelddiplomatie. Howard Taft, der amerikanische Präsident vor dem Ersten Weltkrieg damals, auch mit seinen Dollars versuchte er hier den Frieden noch finanziell herbeizuzwingen. Möglicherweise hat Xi Jinping Zelensky gesagt, du, hört jetzt mal auf da mit dieser totalen Eskalation, bemühe dich um einen Frieden, wir Chinesen werden dir helfen, wir werden mit unserem Geld wieder den Aufbau mit ermöglichen und so weiter. Also hier sind schon Bewegungen und Entwicklungen im Gange, die eine Zeitenwende anzeigen könnten, aber eben eine Zeitenwende ganz anders als die, die uns in unseren Medien da propagandistisch einseitig vorgegaukelt und eingetrichtert wird. Also eine multipolarere Welt könnte entstehen, eine Welt der Vielfalt, eine Welt, die vielleicht geopolitisch etwas ans 19. Jahrhundert erinnert, als in Europa sich eben auch gleichberechtigte Großmächte gegenüberstanden, sich einander aneinander reibend, auch immer wieder mit natürlich kriegerischen Spannungsentladungen. Keine durchpazifizierte Welt, aber eben eine vielfältigere Welt, die nicht einfach von einer Macht da kontrolliert wird oder wo nicht einfach eine Macht versucht, den Tarif weltweit durchzustieren, durchzusetzen und die anderen auf ihre Linie zu zwingen. Und die Frage ist einfach, wenn diese Welt Gestalt annimmt, so wie sich das jetzt abzeichnet, ja, was macht Deutschland, was macht Europa? Sind wir hier eingebunkert, einbetoniert in ein Westbündnis, in eine EU, die ja auch den Wirklichkeitstest noch nicht geschafft hat in jeder Hinsicht, einer EU mit großen institutionellen Problemen, Stichwort Euro, Stichwort Migration, Stichwort Brexit, große Unzufriedenheit, immer mehr Leute haben genug von dieser Überfliegerpolitik, von dieser elitären Abgehobenheit, von irgendwelchen Orsol-Politikern in pseudotransparenten Glaspalästen in Brüssel oder irgendwo. Also je mehr Glas sie an einem Haus haben, desto intransparenter vermutlich die Politik, die drinnen ausgebrütet wird. Sie haben viel Unzufriedenheit und demokratische Legitimationsdefizite in und um die Europäische Union. Die Welt vervielfältigt sich. Es gibt China. Europa hat ein großes Interesse, mit den Chinesen zusammenzuarbeiten, mit den Russen zusammenzuarbeiten, aber auch mit den Amerikanern zusammenzuarbeiten. Und
Für Deutschland ist das Ganze eine Schicksalsfrage, eine Identitätsfrage. Denn Deutschland, der westliche Teil, ist sozusagen mit dem Vaterlandsersatz EU aufgewachsen. Das war der Weg wieder zurück nach dem Krieg, nach der Verfemung, nach der Schande dieses Kriegs, hier wieder zurück in die Völkergemeinschaft als Europäer, also die EU, ganz wichtig, auch psychologisch enorm wichtig für die Deutschen. Dann aber dazugekommen durch die Wiedervereinigung ein anderer Teil Deutschlands, der auch einen Vaterlandsersatz hatte, nämlich die Sowjetunion. Dieser Vaterlandsersatz ist zusammengebrochen und diese Ostdeutschen, die wollen Deutschland zurück, die wollen nicht die EU als Vaterlandsersatz. Da haben sie also auch noch eine Art kognitive Dissonanz. Da reden die einen da im Westen und die im Osten, die reden zum Teil aneinander vorbei. Das muss auch erst eingerenkt werden. Und Deutschland also als Staat in der EU, auch als Staat mit einer klaren Westbindung, auch ein Identitätspfeiler der Nachkriegsentwicklung des Nachkriegsdeutschlands, einer Bundesrepublik, die ja ein gigantisches Wirtschaftswunder hingelegt hat. Ich bewundere die Bundesrepublik für diese Leistung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ganz fantastisch, wie man diese Niederlage auch wieder zu einer Goldgrube gemacht hat. Das können nur die Deutschen. Das ist unglaublich. Das ist so faszinierend. Und jetzt ist dieses Deutschland da stark eben bunkert, einbetoniert in diese Westbindung mit Amerika, in diese EU. Dieses Deutschland merkt jetzt, politisch kleben wir da, sind wir da angeleimt, angekettet, aber wirtschaftlich müssten wir doch viel weltoffener sein, müssten wir auch mit dem Osten zusammenarbeiten. Und wie man da diesen gordischen Knoten durchschlägt, wie man da ohne zu viel Geschirr zu zerschlagen, ohne die Amerikaner zu verärgern, ohne die eigenen Deutschen zu verunsichern, wie man da in dieser neuen multipolaren Welt seinen Platz findet, das ist meines Erachtens die ganz große, das ist die 1000-Dollar-Frage jetzt für die deutsche Außenpolitik. Hochspannend, hochfaszinierend. Ich werde sicher in den nächsten Tagen und Wochen deutsche Politiker hier auch einladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Was kann Deutschland machen, um in dieser multipolaren Welt eine produktive, eine konstruktive Rolle zu spielen? Und ich glaube, dass Deutschland mit seiner Geschichte, auch der Niederlage, die hier ja monumental sozusagen auch inszeniert wird von der Siegermacht Sowjetunion, heute Russland, dass gerade Deutschland mit dieser Geschichte seiner Niederlage und auch der Art der Bewältigung dieser Niederlage sich sehr, sehr viel Respekt erarbeitet hat in der ganzen Welt, nicht zuletzt auch bei anderen Verliererstaaten in der ganzen Dritten Welt, die der jahrhundertelang unter der Knute des Westens vegetieren musste. Wobei der Kolonialismus, das wäre dann ein anderes Thema, hat natürlich auch viele segensreiche Nebenwirkungen gehabt. Das darf man heute ja auch nicht mehr sagen. Bist du auch gleich gecancelt oder verhaftet. Aber Deutschland mit seiner Verlierergeschichte eben nicht das arrogante Zerrbild sozusagen oder das Zerrbild oder das Schreckbild einer arroganten Westmacht. Ganz im Gegenteil, Deutschland ja durch seine Geschichte auch bescheidener geworden, offener geworden und sich verabschiedend haben von eigenen Stechschritt-Traditionen des Militarismus. Also Deutschland wäre doch hier prädestiniert, wie die Schweiz übrigens sowieso als neutrales Land, wenn wir dann wieder neutral werden. Deutschland wäre doch prädestiniert, hier eben eine Brücke zu bilden zwischen Amerika, Russland, China, West und Ost, aber eben auch Nord und Süd. Und wir sind sehr gespannt, ob die Deutschen da die Kurve kriegen, ob sie das schaffen, ob sie auch Politiker haben, die den Mut haben, hier diese Gespräche zu führen und zu überzeugen, ohne eben die Verbindung zum Westen zu zerschlagen oder eben auch sich jetzt da in dieser schroffen Militanz abzugrenzen von den Chinesen und von den Russen. Die heutige Regierung meines Erachtens, die jetzt in Berlin tätig ist, vielleicht intellektuell, ein Kanzler Scholz würde hier nicht einmal in allen Punkten widersprechen, aber ich glaube, diese Regierung, die sie jetzt haben in Berlin, die hat nicht die Kraft, um einer solchen Vision Nachdruck zu verleihen. Ganz im Gegenteil, wenn ich die Außenministerin Annalena Baerbock anschaue, das ist eine derart eindimensionale Einfachheit, um das Wort Primitivität zu vermeiden, eine dermaßen
fast auch ja, erschreckende Unbedarftheit, die hier an außenpolitischer Fantasie und Vorstellungsvermögen zum Tragen kommt, das ist für mich nicht die Zukunft. Das ist nicht das, was ich jetzt nach meinem Empfinden als eine der Wirklichkeit gerecht werdende Einstellung empfinde. Das ist einfach das binäre Denken. Wir sind die Guten, das sind die Bösen und wir Guten müssen zusammenhalten gegen die Bösen. Das ist für mich eine Karikatur des Kalten Kriegs. Und das bringt mich an den Anfang zurück, meine Damen und Herren. Ich bin aufgewachsen im Geist des Antikommunismus. Ich habe als Journalist die Gräueltaten der Sowjetunion, die damals auch in der Schweizer Publizistik von den Linken nicht zur Kenntnis genommen wurden. Wir haben das aufgedeckt. Ich war der, der als einer der Ersten diese Schwarzbrüche des Kommunismus publizistisch begleitet hat. Wir haben Interviews gemacht mit einem Gulag-Wärter zum Beispiel aus der Sowjetunion. Wir haben diese ganzen Fürchterlichkeiten, die ja in der britischen und angelsächsischen Geschichtsschreibungen schon längst aufgearbeitet worden sind, die haben wir einem schweizerischen Publikum nahegelegt. Ich stehe also nicht im Verdacht, hier ein Söldling des Ostens oder des Kommunismus zu sein. Und gerade weil ich eben mich auseinandergesetzt habe mit dem Totalitarismus in Russland, mit der Sowjetunion, gerade weil ich diese Schrecknisse auch aufs Fürchterlichste, wenigstens in Darstellungen, in geschriebenen Darstellungen, Bilder gibt es ja nicht, das erklärt übrigens auch, dass das nicht so präsent ist in unserem Bewusstsein, diese Grausamkeiten im Gulag, was da dieses totalitäre Regime angerichtet hat. Also da stehe ich nicht im Verdacht, das in irgendeiner Weise zu verharmlosen. Aber eben, wenn man das zur Kenntnis genommen hat, wenn man das ernst genommen hat, dann kann man nicht umhin, auch festzustellen, was heute eben anders ist. Und das ist einfach eine Absurdität, das ist komplett abwegig, jetzt einen Putin oder das Russland von heute mit all den Verfehlungen, die man ja kritisieren mag, in irgendeine Reihe zu stellen mit dem, was in der Sowjetunion passiert ist. Und genau das habe ich das Gefühl, passiert bei uns in den Medien. Das sehen Sie an den Vergleichen. Ja, ist Putin einer wie Hitler? Ja, vielleicht nicht ganz, aber sicher so schlimm wie Stalin, Mao und all diese anderen kommunistischen Massenverbrecher, die im Falle von Stalin immerhin auch etwas Gutes gemacht haben, indem sie Hitler besiegten. Aber da muss man unterscheiden, da muss man wieder differenzieren. Und deshalb bleibe ich bei meinem Aufruf zur friedlichen Koexistenz. Ja, es gibt Unterschiede, es gibt Systemdifferenzen, selbstverständlich irritierende, aber wir dürfen es nicht zulassen, meine Damen und Herren, dass diese Differenzen zu unüberbrückbaren Gegensätzen ideologisch übertrieben werden, so wie das jetzt in unseren Medien, leider in unseren Medien, in unseren Cancel-Medien, in unseren Woke-Medien, in der ganzen Politik der Einseitigkeit zelebriert wird, geradezu in einem, um Bundespräsident Berse hier zu zitieren, in einem Kriegsrausch, der sich besorgniserregend eben auch in unseren Breitengraden bemerkbar macht. Ja, meine Damen und Herren, der westöstliche Divan, Völkerverständigung, friedliche Koexistenz, dieses Mahnmal als Sinnbild auch der Sonderstellung Deutschlands als Brücke, als Klinikerbrücke, so lautete der Name, oder so lautet der Name dieser Brücke, wo sie einst die Gefangenen ausgetauscht haben bei Potsdam. Deutschland, die Klinikerbrücke zwischen Ost, West, Nord und Süd. Das muss die Zukunft sein. Wie kommt man praktisch dorthin? Das ist die knifflige politische Frage. Und da sind wir jetzt gespannt, wenn wir mit deutschen Kollegen sprechen, wie sie das sehen, ob diese Vision einer Zukunft überhaupt hier geteilt wird, ob man sich auf solche Szenarien einlässt. Meines Erachtens ist das eine der ganz zwingenden Notwendigkeiten der heutigen Politik. Und mit diesen Gedanken und Bildern verabschiede ich mich aus Berlin für heute. Nochmals dieses aufragende Kriegerdenkmal mit dem Soldaten. In der linken Hand hält er das Mädchen, in der rechten das Schwert und zu seinen Füßen das zertrümmerte
Hakenkreuz. Nicht vergessen, wir dürfen das nicht vergessen, dass die Russen hier einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet haben für die Befreiung von Europa, vom Joch der Nationalsozialisten. Und das war nicht das erste Mal, dass die Russen hier unter gewaltigen Opfern einen Tyrannen beseitigt haben. Ich erinnere daran, auch ein gewisser Napoleon Bonaparte, der sich ja auch anschickte, sozusagen ein römisches Reich hier wieder zu errichten, mit ihm als ewigem Kaiser, sogar die Schweiz da unter seine Knute gezwungen hat. Dort allerdings biss er sich die Zähne aus, musste dann abschleichen, allerdings mit dem Staatsschatz aus Bern. Aber immerhin, er hat es nicht geschafft, die Schweizer zu regieren. Er hat einmal gesagt, Napoleon, ich bin vom Schicksal begünstigt, vom Schicksal sozusagen an die Spitze Frankreichs katapultiert worden, aber er sehe sich außerstande, die Schweiz zu regieren. Zum Glück, also die Russen haben Deutschland zweimal gerettet, einmal bei Napoleon und ein zweites Mal vor Hitler, dem fürchterlichsten Diktator der Weltgeschichte. Und das darf einfach nicht vergessen werden. Das könnte auch ein Ausgangspunkt sein zu einer Verständigung, zu einer Überbrückung der Differenzen und zu einer Rückkehr zur friedlichen Koexistenz. Und dieses Gelände hier, dieses Treptower, Ehrenmal der Sowjetunion, ist sozusagen der Ground Zero dieser Völkerverständigung und dieser Rekonstruktion einer Welt, in der wir uns nicht mehr die Köpfe einschlagen, alle überzeugt, dass sie die Wahrheit auf ihrer Seite haben, sondern nein, das könnte eben der Ground Zero des Guten sein, des Friedens und der Verständigung. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's hier von diesem eindrücklichen, symbolischen Kraftort. So zumindest empfinde ich das. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, friedliche Koexistenz auch bei sich zu Hause und überhaupt. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mal sehen, was das nächste Programm ist. Auf jeden Fall am Montag dann wieder mit Weltwoche Daily regulär und mit unseren Programmen dann am Wochenende mit den Meilensteinen der Schweizer Geschichte. Selbstverständlich und Gottfried Locher, dem neuen Wort zum Sonntag. Wir sind eine Bruderschaft der Menschen unter Gott. Wichtig, unter Gott. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge. Es gibt höhere Mächte und die Sowjetunion und das Nazireich, vielleicht der letzte Gedanke in dieser Sendung. Das waren zwei Systeme, die Gott für tot erklärt haben, die die Allmacht des Menschen ausgerufen haben. Das ist eben kein Zufall, dass diesen Tyranneien, diesen Ideologien, diesen gottlosen Ideologien Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind. Wenn man Gott für tot erklärt und den Menschen zum Maß aller Dinge macht, ja, dann wird die Herrschaft des Menschen über andere Menschen zum schlimmsten Terror, den man sich vorstellen kann. Darum sage ich Freiheit unter Gott, Freiheit unter einer viel höheren Autorität, der wir mit Dankbarkeit, Demut und Bescheidenheit gegenüberstehen. Machen Sie es gut, bis bald.